Herzlich willkommen zu unserem heutigen Ostergottesdienst. Schön, dass ihr euch mit eingeschaltet habt. Wir haben eine bewegende, wirklich eine beeindruckende Karwoche hinter uns, weil wir einige Aktionen gehabt haben hier in der City Chapel. Wir haben am Dienstag und am Donnerstag haben wir uns zu Gebetszeiten getroffen, um 6, um 9, um 12, um 15 und um 20 Uhr. Und es war eine richtig starke Zeit. Wir haben uns gegenseitig gesehen, wir haben Gemeinschaft gehabt und wir haben richtig, richtig viel gebetet. Und es war richtig stark. Und dann haben wir am Freitag, am Karfreitag, haben wir unsere drei Karfreitagsgottesdienste gehabt. Um 6, beziehungsweise um 9 Uhr, um die dritte Stunde, um 12 Uhr, um die sechste Stunde und um 15 Uhr, um die neunte Stunde. Und wir haben dort nachgefühlt und nacherlebt und uns hineinversetzt in die Situation, die Jesus am Kreuz erduldet und erlitten hat. Und auch da hatten wir eine Hammerzeit. Und nun stehen wir hier. Es ist Ostern und ich möchte es euch zusprechen. Für alle, die da sind, er lebt. Jesus lebt, er ist auferstanden und es ist ein Grund zur Freude. Und das ist wirklich auch deswegen sind wir hier, weil Jesus lebt. Er lebt heute noch, er lebt in unsere Herzen und das möchte ich euch heute mitgeben. Und weil die letzte Woche so gut war und so stark war, wollen wir weitermachen. Wir wollen uns auch nächste Woche treffen, immer dienstags und donnerstags, auch für die nächsten Wochen. Und wir haben uns entschieden, drei Gebetszeiten an denen Tage zu machen. Dienstag und Donnerstag jeweils um 6 Uhr für die Frühaufsteher, um 9 Uhr. Da waren ziemlich viele dabei und die Hauptzeit war um 20 Uhr. Und das wollen wir die nächsten Wochen mal beginnen. Und wir starten am Dienstag und Donnerstag jeweils an diesen zwei Zeiten. Hey, sei dabei, sei Teil dieser Gemeinschaft, sei Teil dieser Gebetsaktion. Und jetzt möchte ich noch beten zu Beginn unseres Gottesdienstes. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du lebst. Danke, dass du der bist, der den Tod besiegt hat und dass du auferstanden bist. Und es ist so schön zu sehen, was in drei Tagen passieren kann. Dieses Wunder. Und dafür danke ich dir. Bitte ich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest und dass du bei jedem bist. Und dass du der bist, der jetzt redet, ganz persönlich zu uns. Amen. Und nun freue ich mich auf die Osterpredigt von unserem Pastor Roland Krumm. Ja, auch von meiner Seite. Frohe Ostern. Wir haben ja gerade die Infos gehört von Heiko, wie er auch so begeistert erzählt hat von der vergangenen Woche. Und das war auch für mich wirklich sehr beeindruckend. Auch der Karfreitag, der vorgestern war, den wir als Gemeinde verbracht haben in diesen Zoom-Gottesdienst-Meetings. Und es war irgendwie ganz anders wie sonst. Und Karfreitag ist ja etwas, was für viele, vielleicht auch für dich eher so ein Tag ist, der wirklich auch dem Namen Rechnung tragt. Karfreitag. Kar kommt ja von Karen, von Trauern. Und vor Karfreitag werden immer so Listen verschickt. Die kann man dann in der Zeitung nachlesen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war das der Fall gewesen. Und dann steht da zum Beispiel, was alles an Karfreitag nicht erlaubt ist. Da heißt es zum Beispiel, ich habe das nochmal rausgenommen, dieser spezielle Freitag ist also der Trauer vorbehalten. Verboten ist Tanzen, Disco, Zirkus, Jagen, Märkte, Sportveranstaltungen, gewisse Filme, 700 Filme auf der Liste, unter anderem Terminator. Und da könnte man sagen, das hört sich doch so ein bisschen an wie Ostern 2020 im Lockdown, oder? Also die Frage ist, das darf man ja alles nicht machen, außer Terminator darf man gucken, ja, und Filme. Aber irgendwie hat man da auch so keine richtige Lust drauf. Ist das wirklich frohe Ostern? Oder vielleicht eher ein Kar-Ostern? Trauer-Ostern? Oder wie empfindest du das in dieser Zeit? Nun, ich möchte dich beglückwünschen zu frohe Ostern oder ich würde besser sagen authentische Ostern. Denn ich glaube, dieses Jahr Ostern war nie so authentisch, so wirklichkeitsnah wie das eigentliche Ostern. Und da möchte ich dich, da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Und da möchte ich kurz nochmal für beten.
Und Gott, ich danke dir dafür. Heiko hat es vorhin auch schon gesagt, dass Ostern so ein starkes Fest ist. Das Fest der Auferstehung, das Fest des Lebens. Das sprüht so viel Leben. Wir sehen das in der Natur, wie alles sich nach außen drückt. Und normalerweise wären wir, viele von uns, jetzt irgendwo unterwegs, wären vielleicht auch in vielen Kirchen und würden Familien besuchen. Und das ist alles jetzt nicht möglich. Und dennoch glaube ich, du hast hier eine ganz besondere Botschaft, so dass wir am Ende uns wirklich frohe Ostern von Herzen wünschen können. Und jetzt bitte ich dich, dass du einfach in unser Leben, in unsere Situation reinsprichst. Amen. So, wie du jetzt im Haus sitzt, vermutlich im Lockdown, vielleicht noch in der Quarantäne oder alleine mit der Familie, wo du dich auch immer befindest. Ich habe es eben bereits gesagt, das ist sehr, sehr authentisch und kommt dem sehr nahe. Oder auch diese Gedanken, die wir uns gerade machen, die Nachrichten, die wir bekommen, wie das eigentliche Ostern war. Das eigentliche, ursprüngliche Ostern. Man könnte hier auch wieder sagen, back to the roots. Da gab es nämlich tatsächlich auch die Situation, dass die Leute in den Häusern saßen. Aus Angst. Nicht aus Angst vor Corona, sondern aus Angst vor anderen Menschen. Ich lese euch das mal vor aus Johannes 20, Vers 19. Da steht, als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, also Ostersonntag, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren in dem Haus, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor ihren religiösen Führern. Also, Lockdown. Für die Jünger zumindest, für die ersten Christen zumindest. Die haben sich versteckt in den Häusern. Sie waren sozusagen in Quarantäne. Dann heißt es, da geschahen Dinge, die machten den Leuten Angst. Zum einen war ihr Jesus umgebracht worden. Jesus war für die Menschen damals die absolute Hoffnung gewesen. Man könnte das vielleicht vergleichen wie der Impfstoff gegen Corona. Stell dir vor, es wird ein Impfstoff gefunden gegen Corona, die ganze Welt ist happy und er kann zur Anwendung gebracht werden und plötzlich verschwindet er. Der ist nicht mehr da. Was wird das auslösen? Dann, Jesus kam als Erlöser in die Welt, als Befreier, als Heiler, nicht mehr da. Er starb. Er starb nicht nur, sondern er wurde gekreuzigt. Also die schlimmste Tötungsmethode, die es überhaupt gab, qualvoll ohne Ende, 6 Stunden lang aufgespießt, bis er zur 9. Stunde, nämlich um 15 Uhr, sein Leben gegeben hat, bis er starb. Dann gab es noch Naturkatastrophen, Erdbeben, Finsternis am helligen Tag. Das war Ostern, die allererste Ostern, das war der Hintergrund. Merkt ihr was? Passt so ein bisschen in unsere Situation rein. Und vielleicht noch zum guten Schluss. Beerdigungen, kann man sagen, waren nicht gestattet. Jesus wurde begraben, beerdigt und die Liebsten durften ihn nicht mal besuchen. Ich hatte vor circa 2 Wochen eine Beerdigung und da durften nur 8 Menschen da sein. Ihr könnt euch vorstellen, was das für die Ehefrau des Verstorbenen, ihres verstorbenen Mannes bedeutete. Sogar die Urne, es war kein Bestatter da, ich musste sie selbst ablassen. Also es war eine schwierige Situation, ähnlich wie hier. Und dennoch machten sich an dem Ostersonntagmorgen 3 Frauen auf, Maria, heißt es, Salome und Maria Magdalena, und sie gingen verbotenerweise dennoch zum Grab, um diesem ihren verstorbenen Jesus die letzte Ehre zu geben. Grab, muss man so verstehen, das war eine Höhle und da war ein ganz fetter Stein davor gewesen. Und sie kamen zu diesem Grab und sie waren plötzlich zu Tode erschrocken. Angst hat sie ergriffen, auch hier wieder, Angst, ja. Und sie stehen da, sehen, dass der Stein weggerollt ist, das Grab leer ist, der Leichnam weg ist. Nein, es war nicht ganz leer. Es sitzt da irgendein seltsamer Mann drin. Und er sagt ihnen, Markus 16, Vers 6, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und sie, die Frauen, gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen.
und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Das meine ich mit authentische Ostern. Ein Pastor fasste das neulich so zusammen und diese Aussage, die ging durch die sämtliche soziale Medien, die wurden gepostet und immer wieder verbreitet. Er hat es so formuliert, Ostern 2020. Das erste Ostern, sagt er, geschah nicht in einer Kirche, es geschah außerhalb eines leeren Grabs, während die Nachfolger Jesus sich versteckten in ihrem Zuhause, ängstlich und wundernd, was jetzt passieren wird. Also, diese Ostern 2020 werden sehr authentisch werden. Merkt ihr? Entspricht vielleicht auch deiner Stimmung. Und ich habe hier zwei Good News, gute Neuigkeiten für dich, gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht ist authentische Ostern. Du kannst mal deinen Enkeln später oder wem auch immer erzählen, ich war dabei bei den authentischen Ostern 2020. Aber das Zweite ist, wenn heute eher ein K-Ostersonntag ist, also vielleicht so ein Trauer-Ostersonntag für dich, wenn es sich so anfühlt, eher wie Karfreitag, wie Ostersonntag, habe ich eine gute Nachricht. Ja, es ist vielleicht K-Ostern, aber die frohe Ostern kommen noch. Oder mit dem afroamerikanischen Prediger S.M. Lockridge gesprochen, der an einem Karfreitag predigte, It's only Friday, Sunday is coming. Dieser afroamerikanische Prediger hat nur eine dreiminütige Predigt gehalten mit diesem Titel, It's only Friday, Sunday is coming. Also es ist nur Freitag oder Karfreitag, aber der Sonntag kommt. Und das habe ich schon öfters in der Gemeinde auch mal gezeigt. Und ich wollte euch einfach das auch mal vorstellen, dass wir jetzt einen kurzen Video sehen. Diese kurze Predigt, untertitelt mit deutschen Untertiteln, damit ihr das nachverfolgen könnt. Seid gespannt und lasst euch darauf ein. It's Friday. Jesus is praying. Peter is asleep. Judas is betraying, but Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scar. They crown him with thorns. But they don't know that Sundays come. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling and his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning and evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know, it's only Friday. Sunday's coming, it's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming.
It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My king yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard. And a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. Hey, ich habe gute Nachrichten für dich. It's Friday. It's only Friday. Sunday's coming. Verstehst du? Es ist nur Karfreitag. Ostern kommt. Oder ja, es ist Corona-Ostern, aber es kommt auch noch mal eine andere Zeit. Nun, ich bin kein Wissenschaftler und auch kein Mediziner. Und schon, ich bin auch kein Virus, der dir sagen kann, wann die ganze Sache hier endet. Weiß keiner von uns. Wird das sich noch ein paar Monate hinziehen? Vielleicht ein paar Wochen? Ein paar Monate? Wie lange? Wie wird es wieder? Wird es jemals wieder sein, wie es war? Oder wird es vielleicht völlig anders sein? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn du jetzt am Ostern noch am Karfreitag bist, also am Karren bist, am Trauern bist, am Klagen, dich verstecken musst, Lockdown, oder wie die Frauen, fliehen musst, oder in der Angst lebst, dann sage ich dir, it's only Friday, Sunday is coming. Es kommt was Neues. Aber damit das passieren kann, reicht halt nicht einfach, dass der Virus verschwindet. Alles zielt darauf hin, wann wird er einfach weggehen. Ja? Es gibt einen Präsident, ich will diesen Namen jetzt nicht nennen, er hat mal gesagt, it goes away with the heat. Ja? Wenn die Hitze kommt, geht er weg. Wäre schön, aber ich befürchte eher nein. Aber weißt du, ich glaube, damit bei dir frohe Ostern oder sowas, so eine Hoffnung aufkeimen kann, muss etwas anderes passieren. Es muss auch ein Stein weggerollt werden. Vielleicht eine dicke Steinplatte. Und das will ich dir mal versuchen zu erklären anhand von einer Geschichte, die habe ich mal von einem bekannten Pastor gehört. Ein Mann, der vor Jahrhunderten gelebt hatte, war ein absoluter Gegner des Christentums und störte sich an dem Gerede der Frommen, die immer von der Auferstehung redeten. So veranlasste der Mann, dass man nach seinem Tod eine riesige Steinplatte auf sein Grab legte und ließ auch eine Inschrift auf diese Platte machen, auf der stand so ungefähr in Italienisch geschrieben, ich werde nicht von den Toten auferweckt werden, weil ich daran nicht glaube. Nun war offensichtlich bei seiner Beerdigung eine Eichel ins Grab gefallen. Und so circa 100 oder wie viele Jahre auch immer später ist diese Eichel aufgegangen, durchbrach das Grab nach vielen Jahren und spaltete letztendlich die Steinplatte bzw. räumte die Steinplatte weg und ist durch diesen Stein gewachsen. Der Rationalismus macht es uns schwer, an eine Auferstehung aus den Toten zu glauben. Seltsamerweise können wir aber glauben, dass in einer Eichel, in einer kleinen Eichel, die Kraft drin steckt, eine Steinplatte zu sprengen oder aus dem Weg zu räumen. Ganz ehrlich, was interessiert die Eichel, was dieser Mann vor 100 Jahren auf seinen Grabstein hat kritzeln lassen? Die Eichel macht diesen Mann zum Gespött. In dieser Eichel steckt die biologische Kraft, rauszukommen, um das, was dieser Mann an Ideen hatte, auf die Seite zu räumen. So etwa ist es auch in der Auferstehungsgeschichte. Auch dort geht es um eine Steinplatte, die musste dem Leben weichen. Dieser riesen fette Stein, der vor diesem Grab lag,
wo viele sich einig sind, dass diese Steinplatten, diese Steine extra so gemacht wurden, dass sie nie und nimmer verschoben werden konnten. Nun, ich lese euch das mal vor hier in unserer Geschichte, hier in Matthäus 28. Könnt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr da gerne mitlesen. Da heißt es in Matthäus 28, Vers 1. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, also wir sprechen hier vom Sonntag, ja, Ostersonntag, Vers 2, geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter, heißt es da, und sie wurden wie tot. Und jetzt kommen wir wieder zu den Frauen vom Anfang. Ihr erinnert euch an Maria, an Salome, an Maria Magdalena, die so erschüttert waren, als sie das leere Grab sahen. Sie sahen ja diesen Mann, der dort drin saß, der zu ihnen sprach. Und es war, wie gesagt, kein gewöhnlicher Mensch, sondern es heißt da weiter in Matthäus 28, Vers 5, der Engel, also es war ein Engel, sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. In Lukas 24 wird da ergänzt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Vers 6, er ist nicht hier, er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Und dann heißt es weiter in Vers 8, und sie ging schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude. Da merkt ihr, also beides nebeneinander. Sie waren auf der einen Seite völlig geschockt, aber voller Freude über das, was sie da erlebt hatten. Und liefen es seinen Jüngern zu verkündigen, die immer noch im Lockdown saßen. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt, als wäre nichts passiert. Und die Frauen völlig geschockt und völlig begeistert. Sie werfen sich zu Füßen von diesem Jesus und es heißt hier, sie umfassten seine Füße. Sie warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, habt keine Angst. Hey, it's only Friday, Sunday is coming. Und hier ist der Sonntag da. Ähnlich wie die biologische Kraft dieser Eichel die Steinplatte des Grabes weggeschoben hat, so ist Gottes Kraft, welche diesen Stein von Jesu Grab wegwälzt, nicht in einem Zeitraum von 100 Jahren, wie bei der Geschichte vorhin, sondern am dritten Tag nach seiner Kreuzigung. Und die Reaktion dieser Frauen, sie stehen da vor Jesus, sie liegen ihm zu Füßen und sie weinen vor Freude. Man könnte auch sagen, es gibt ja dieses Sprichwort, ihnen ist ein Stein vom Herzen gefallen, aber ein richtig dicker Stein. Weil sich das ihnen plötzlich alles erschlossen hat, was da passiert ist mit diesem Jesus am Kreuz, der gelitten hat, was sie erst überhaupt nicht einordnen konnten. Ich will das mal mit den Worten sagen, die zu den bekanntesten, was eigentlich der bekannteste Bibelvers weltweit ist. Übrigens, dieser Bibelvers, der wurde zu meiner Jugendzeit, bis in meine Jugendzeit hinein, es gab fast kein Fußballspiel bei einer EM oder bei einer WM, wo dieser Vers nicht in dicken Lettern da irgendwo im Fanblock hochgehalten wurde. Da stand immer John 3, Doppelpunkt 16, Johannes 3, Vers 16. Und dieser Vers, da heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, Gott wurde Mensch. Sohn ist hier nur ein Titel. Gott wurde Mensch in Jesus, um dieses Dilemma wegzunehmen, dass wir von Gott losgelöst sind, dass wir von Gott getrennt sind. Ja? Aus Liebe heißt es hier. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Dieser Jesus, Karfreitag, was ist da passiert? Warum hängt er am Kreuz? Weil Jesus das stellvertretend für dich und für mich getan hat, für unsere Gottesferne, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Er hat die Strafe auf sich genommen, damit wir Leben haben können. Und dann heißt es noch weiter, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Man könnte auch sagen, das ist der Impfstoff gegen das tödliche Virus der Sünde.
Das ist so ein mega Bild, ja. Alles streckt sich auf und aus nach dem Impfstoff. Und ihr habt das sicherlich auch schon verfolgt in den Medien. Man schaut, okay, wo ist jetzt endlich ein Impfstoff gefunden? Und alle forschen daran. Und hier ist der Impfstoff, der aus Karfreitag Sonntag macht. Der aus Trauer Freude macht. Der aus Tod Leben macht. Und für die Frauen machte das alles total Sinn. Das Kommen von Jesus, das Leiden, das Sterben am Kreuz, die Auferstehung, das hat Jesus für sie getan, damit sie ein für alle Mal sagen konnten, es war Karfreitag, aber jetzt ist Ostern. It's only Friday, but Sunday is coming. Authentische Ostern. Authentische Ostern. Und genau das wünsche ich dir jetzt, dass dir ein Stein vom Herzen fällt. Zum Beispiel, wenn es bei dir gerade Corona-Time ist, Chaostern ist, Ungewissheit da ist, Angst da ist, dann kann sich was verändern. Nun, es ist ja kein Erdbeben geschehen, aber eine globale Pandemie, wie wir das so noch nie erlebt haben. Zumindest auch alle von uns, die nach dem Krieg geboren sind. Es gibt einige, die haben den Krieg mitgemacht, diesen Weltkrieg. Aber hier passiert was, was irgendwie alle irgendwo betrifft. Und ich bete, dass deine Steinplatte gebrochen wird. Und wie gesagt, hier geht es viel mehr als um einen Virus. Diese Steinplatte, die vielleicht auf deinem Leben liegt. Das kann Unsicherheit sein. Das können Ängste sein. Das kann Selbstzweifel sein. Vielleicht ist die Steinplatte auch genau das, was sie hier ist. Verhärtung. Und ich habe so den Eindruck, je älter wir werden, ich merke das ja selbst auch, je älter man wird, umso härter ist man, ja, dass da was aufbrechen kann, was durchbrechen kann. Und was vielleicht in den letzten Jahren nichts und niemand machen konnte, irgendwelche Worte oder vielleicht sogar gute Predigten, was irgendwie gar nicht an dich rangekommen ist, vielleicht schafft das dieser Virus, der etwas bewirkt, dass da was aufbricht, dass wir uns Gedanken machen. Worum geht es eigentlich? Salomo schreibt in Prediger 3, also Prediger ist ein Buch im Alten Testament, der schreibt da im Vers 9, welchen Gewinn hat eigentlich der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Also, was hat das überhaupt alles für einen Sinn? Die Frage stellen sich gerade einige, wo alles mal zur Disposition gestellt wird. Was hat das eigentlich für einen Sinn, dass ich mich jahrelang abgemüht habe in meiner Firma und die Firma sagt mir vielleicht, hey, wir brauchen dich nicht mehr, wir können dich nicht mehr zahlen, es funktioniert mehr, die Firma ist pleite. Was hat das eigentlich all für einen Sinn gehabt? Da steht so vieles zur Disposition. So vieles, was wir uns aufgebaut haben. Und die Frage stellt der Prediger, welchen Gewinn hat eigentlich das Schaffende? Und dann heißt es im nächsten Vers, aber Gott hat Ewigkeit in dein Herz reingelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Verstehst du? Das ist wie so eine kleine Eichel, die in dir drin ist. Und mein Gebet ist, dass da in dir jetzt gerade was aufbricht. Die kleine Eichel, die vielleicht gar nicht beachtet wurde, aber die ist gerade im Moment am Aufgehen. Und durch die Situation ist diese Steinplatte da. Und diese Steinplatte wird so langsam aus dem Weg geräumt. Und das ist eine Mega-Chance. Das ist eine Mega-Chance in dieser Phase. Deswegen möchte ich da echt ganz positiv drauf schauen, wo die ganze Welt vielleicht negativ drauf schaut, um zu sagen, verpasse diese Chance nicht. Verpasse die Chance dieser Krise nicht. Du kannst diesem Samen in dir, wie es hier heißt, er hat Ewigkeit in dein Herz reingelegt. Das liegt in deinem Herzen. Da ist eine DNA. Diese Eichel, die braucht jetzt Wasser, die muss begossen werden. Und dann passiert das, was die Frauen am Grab erlebt haben. In Römer 8, Vers 11 heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, boom, ja, dieser gleiche Geist, der diese Power hatte, diesen Jesus aufzuerwecken von den Toten. Wenn dieser Geist, heißt es da, in euch wohnt
beziehungsweise hineinkommt, Raum bekommt, aufgeht, diese Information, diese Eichel sozusagen, dann heißt es weiter, so wird der Christus Jesus aus den Toten auferweckt werden. Oder der Geist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, wird dann auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Hey, es braucht nicht viel. Vielleicht verstehst du das jetzt auch gar nicht so richtig, was ich da alles erklärt habe. Aber der Punkt ist der, wo du jetzt drin stehst, wo du dich jetzt fühlst, vielleicht an diesem K-Ostern, an diesem authentischen Ostern, mach es wie die Frauen. Beweg dich hin zu Gott. Er ist da. Er ist dir ganz nah. Er ist jetzt im Moment da, weil wir haben gerade gelesen, er hat diese Ewigkeit in dein Herz hineingelegt. Es ist da. Es ist nur ein Gebet entfernt. Und ich möchte das gerne auch tun. Ich möchte mit dir jetzt noch beten. Beten, dass diese Eichel, die da ist, diese DNA-Information, diese Ewigkeit in dir, dass die jetzt entzündet wird, dadurch, dass du Jesus, dass du Gott einlässt in dein Leben und lässt ihn einfach machen und zu erleben, it's only Friday, Sunday is coming, und zu erleben, ja, es ist Corona-Ostern, aber es ist auch frohe Ostern. Ich schließe mit einem Vers von der letzten Seite der Bibel. Also wenn du eine Bibel zu Hause hast, schlag mal auf ganz hinten, ganz einfach zu finden. Da heißt es in Offenbarung 22, sagt Jesus ganz zum Schluss an der Bibel, ich, Jesus, habe meine Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen. Und weißt du was? Ich glaube, diese Message, das ist so etwas. Ich bin jetzt nicht der Engel, aber das kommt jetzt zu dir in die Wohnung. Diese Botschaft. Ich, Jesus, möchte dir das bezeugen. Und dann heißt es, wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der sage, komm. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wollen wir uns eins machen? Ich möchte einfach jetzt für dich beten, dass du das Wasser des Lebens aufnimmst und dass diese Eichel, dass dieser Same aufbricht und den Stein wegräumt. Und dazu braucht es keine 100 Jahre. Das kann jetzt passieren. Und Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Du siehst jetzt jeden Einzelnen, der dieses Video anschaut oder den Podcast hört. Und ich weiß, dass du jetzt im Moment in jedem Einzelnen auch da arbeitest. Wir sitzen doch alle in einem Boot. Wir haben das noch nie so empfunden, egal aus welcher Kultur wir rauskommen, egal welchen religiösen Hintergrund wir haben. Wir sitzen alle in einem Boot. Und wir sitzen jetzt hier am Ostersonntag 2020, erleben vielleicht die authentischste Ostern, die wir bisher gehabt haben, zumindest als Deutsche. In anderen Ländern gab es sicherlich auch schon oft diese authentische Ostern, aber besonders hier in unserem Land. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass diese Kraft der Auferstehung in unser Leben reinkommt. Und ich möchte jetzt einfach so ein Übergabegebet sprechen, dass du die Möglichkeit hast, Jesus, diesen Jesus, der am Kreuz war, der auferweckt wurde, der da vor diesen Frauen stand, der zum Himmel gefahren ist, der jetzt zu Rechten des Vaters, heißt es, sitzt, der jetzt da ist, dass du ihn jetzt einlädst in dein Leben. Und dazu möchte ich so ein Gebet sprechen und ich bitte dich, du kannst es einfach für dich mitsprechen, ganz, ganz still oder auch laut. Und ich bitte dich, Gott, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte dir jetzt alles hinlegen, was mich bisher von dir getrennt hat. Du siehst diese dicke Steinplatte auf meinem Leben. Und ich lege dir das jetzt alles hin. Ich kann diese Platte nicht wegräumen. Aber ich bitte dich, dass du jetzt mit dieser Kraft kommst, von der ich eben gehört habe. Am Kreuz hast du gesagt, es ist vollbracht. Und du bist auferweckt worden von den Toten und du lebst. Und ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte an dich glauben. Und vergib mir meine Schuld. Nimm diese Steinplatte weg. Komm in mein Leben. Entzünde diesen Funken in meinem Leben, wenn du sagst, du hast Ewigkeit in mein Herz reingegeben. Ich möchte von nun an dir nachfolgen. Und ich will an dich glauben.
Danke für deine Vergebung, danke für deine Erlösung und danke für deine Heilung. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte dir zusprechen, dass wenn du das Gebet mitgebetet hast, dann heißt es im Johannes 1, Vers 12, alle, die da das gemacht haben, denen gab er die Vollmacht, Kind Gottes zu heißen. Das heißt, das ist das Einzige, was dich zum Kind Gottes macht. Du darfst ab sofort sagen, Gott ist nicht mehr ein distanzierter Gott, sondern Gott ist mein Vater. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gott segne dich. Amen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine frohe, authentische Ostern, dass wir gemeinsam auch in die kommende Woche gehen können. Und für uns als City Chapel oder wenn du auch einfach jetzt Gast bist, dann klingt dich doch ein auf unserer Seite City Chapel. Da findest du, wenn du runter scrollst, zum Beispiel die Kurznachrichten, da wirst du immer versorgt mit Informationen. Da kannst du auch eine News abonnieren. Dann wirst du immer versorgt auch mit Video-Kurznachrichten. Wir werden jetzt auch, wie Heigo gesagt hat, auch weiterhin Gebetszeiten haben. Du bist ganz herzlich eingeladen, Teil der City Chapel zu sein, Teil der Gemeinde Jesu, Teil derjenigen, die sagen, Jesus lebt. Alles Gute und Gottes Segen.